Hallo, ihr gefriergetrockneten Blutkörperchen. Ich bin der Bruger und dies sind die Leute, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bexe King 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XX, Encore 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Leon der Mettler, Markus Eckgold, Mike Kit Chan, Metal Dragoner X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Pat Kadi, Panarek 90, Priest Michi, Pupo Fischpop, Raik Boretzki, Raleon Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Arni und Wölfchen 0909. Jo Leute, ich bin der Bruger und ihr seid wieder gelandet bei drei kurze Horrorspiele. Das erste Spiel ist Dark Dream und wir starten mal rein. Jetzt steht der Mauscursor hier, wird er mal weggehen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid frisch erwacht oder seid schon eine ganze Weile wach. Wenn ihr das hier seht. Ah, jetzt ist er weg. Gut. Ich soll wie unser Protagonist. Ah, ich habe drei aufgenommen, aber es wird nur eine davon gezählt. Das ist ja nett. Ach so. 50%. Alter, ich habe sie eine Sekunde angehabt. Nicht mal. Und schon sind. Jetzt runter auf 48. Und frech, ne? Ah, ja. Ich habe einfach mal von außen die Kiste aufgemacht. Alles gut. Was haben wir hier? 8-3 und dann. Weiter weiß ich nicht. You need to find a way out of this universe as soon as possible. Also, wir müssen hier raus, so schnell wie es geht. Ja, 8-3 irgendwas. Geh mal kurz hoch, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Vielleicht ist oben noch ein Code-Hinweis. Ne. Die Taschenlampe halt echt nicht anlassen. Hier gibt es einen Hinweis oder so. Oh, guck mal. Ich kann springen, damit bin ich sogar noch schneller. Nicht wirklich. Ne? Guck mal, die Bäume wird hier absolut wild gehen hier. Ich bin schon wieder viel zu hell, ne? Ach Mann, ey. Tut mir leid. Ich bin immer so die Lichtgestalt hier. Der Kontrast ist echt viel zu niedrig, glaube ich. Aber hey, guck mal, wenigstens sieht man ohne Taschenlampe kaum was. Das finde ich ganz gut. Wenn man Spiele hat, wo die Taschenlampe. Kaum Wölkchen am Himmel, aber es donnert erstmal schön. Wie gesagt, wo die Taschenlampe auch Sinn macht, weil es gibt ja Spiele, da ist die halt überflüssig, aber hier ist echt schön dunkel. Oh, das ist auch ein sehr netter, sehr leerer Friedhof. Jetzt einmal Lebensenergie und nee, rotes Lebensenergie, grünes Ausdauer eigentlich. Blaues Mana. Oh, eine Hexe. Hexenbesen. Rest in Pepperonis. Rest in Pieces. Wenn du zu lange in diesem Universum bleibst, wirst du verdammt. Yeah. Sehr gut. Gut, dass mir jemand sagt. Ruckelt das? Nee. Bisschen komisch. Aha. Na, guck mal, wenn ich so rüber gucke, sehe ich das Licht. Wenn ich gerade darauf zugucke, nichts. Oh, ich bin mal gespannt. Oh, da sind noch mehr Batterien. Sehr gut, sehr gut. Ich brauche immer mehr. Schlüssel. Sieht immer so ein bisschen überdimensioniert aus. Logs passt, ist mir echt egal. Nö. Ja. Die Leiter, die macht keinen Sinn, da komme ich nicht aufs Dach. Alter. War mal gut, ne? Aha. 8312.
8312. Gut, brauchen wir bestimmt noch. Immer so ein bisschen Versuchung, da so ein bisschen mehr Speed drauf zu kriegen, wenn ich die ganze Zeit springe. Was ist mit dem Schatten los hier? Aber die Bäume! Das war der krasseste Sturm des Jahrhunderts hier gerade am Gange und es passiert halt nichts. Oh. Ja. Uhu, you too. Alles klar, da brauche ich bestimmt den Code, hä? Oh. Hä? Kann nichts machen. Ist da jemand? Hallo? Alle los. Sag jetzt nicht, ich muss die Zettel einsammeln. Ach so, ich habe vielleicht schon selber eingegeben jetzt den Code. Also okay. Hey. Liegt irgendwas ganz schief? Okay, okay. Und noch weiter rauf. Hier war das Licht. Ja, da ist das Licht an. Wenn du nicht den Schlüssel finden kannst, wirst du hier für immer bleiben. Ja, haben wir jetzt schon mittlerweile ein paar Mal mitgekriegt, ne? Ist das so? Ein bisschen blutig, das Sofa. Hilf mir, ich will nicht sterben hier. Ey. Leuchtet sogar im Dunkeln. Schick. Warte, wie? Echt ein Witz. Was? Das ist dein Ernst? Das war doch kein Jumpscare. Das war doch kein Jumpscare. Das war doch scheiße. Oh Mann, ey. Aber die Türen ploppen einfach so rein hier. Passiert. Alter, diese Puppe. Was? Es gibt gute Spiele, schlechte Spiele. Dein Schicksal bestimmt von Cringe. Oh hier, yeah, haben wir es doch. Jetzt kann ich den Code eingeben, ja? Hallo? Ah. Wrong. Ach, 8312 war es. Jetzt. Jaha. Right. Ja, tschüss. Ja, ne, nächstes Spiel, The Hole in the Cabin. Ja, bin mal gespannt. Hat man das Auto? Oh, das ist Atmo. Tatsache, ich glaube, es ist Atmo-Geräusch, dieses Brummen. Ist klar. Warum hältst du? Okay. Oh, cooler Schlitten, ha? Huh? Ich hab kein... Ah, ja, kein Benzin mehr. Klar. Bäume, die sehen schon so geordnet aus. Das gefällt mir nicht. Das macht mich nervös. Okay. Aber es ist kein Loch hier. Bin enttäuscht. Es war aber in der Beschreibung ganz anders. Gehen wir mal gucken, wie es aussieht, ey. Oh, hallo, ich bin der XX-Crafter XX. Und das ist mein erstes Haus in Minecraft. Und meine erste zugeschissene Toilette, Alter. Ah, oh, disgusting. Alles klar. Ein Vögelchen hier. Was macht denn so ein Mini-Chocobo? Nein, das ist ein Küken. Was macht das denn dir? Ich bin von all dem müde. Ich denke, heute Nacht werde ich frei sein. Ach ja.
so geschrieben. Sitzt irgendwo einer im Busch und spielt Didgeridoo, ich sag's euch. Und hier. Oh, eine Flashlight, eine blutige. Die Matratze, die sieht aus, als wäre sie getränkt von Tränen, Urin und Kot. Vielleicht sollte ich mich etwas ausruhen. Du, ist doch nicht dein Ernst. Du legst dich nicht auf diese... Dann würde ich hier beim Auto pennen, Alter. Ist doch viel wahrscheinlicher, dass da jemand irgendwann mal vorbeifährt und dich findet im Auto, als dass du hier in der Dreckshütte bist. Was? Hat es gerade Piep gemacht? Sieht irgendwie auf einmal so ganz komisch aus, ne? So strichig. Ah, wie flackert das denn? Das ist voll eklig, irgendwie die Optik gerade. Jetzt ist hinten im Garten so ein riesiges Loch. Ja, ich hab's gewusst. Was ist das? Ich will nicht runtergehen. Halt nicht. Gehen mal zu unserem Auto zurück, wenn es noch da ist. Wenn nicht, ich sag nur, ich hab's gecallt, ja, er ist ein Volldepp. Es ist noch da. Hallo? Was ist denn das für ein Licht eigentlich? Woher kommt das denn bitte? Very disgusting. Oh! Alter, war das laut gerade! Deswegen bin ich so erschrocken, nicht wegen was ich gesehen habe, sondern was ich gehört habe, Mensch. Very disgusting. Ich will nicht runtergehen. Spring auf, was soll schon passieren? Küken wieder. Hallo? Ein bisschen gruselig. Kann ich das spülen? Ey, vielleicht ist der Typ ja das Küken. Leg mich wieder hin. Freu mich? Man weiß es nicht. Tür? Küken ist weg. Oh Mann. Was? Hallo? Warum versuchst du mit einem Tier zu reden? Warum steht das Reh vor der Tür und macht gar nichts? Und mich einfach nur an. Ich bin Rehe, nicht scheue Tiere. Oh, guck mal, man sieht auch die Umrisse. Da hat jemand schnell einen Stöpsel wieder reingemacht. Oh, hi. Warte. Nimm mich mit in dein Reich. Warum versuchst du mit einem Tier zu reden? Vielleicht wollte ich ja essen. Sag nicht reden. Als wäre ich verrückt. Bin ich verrückt? So. Ach, der Vogel sitzt auf dem Auto. Ich sehe es schon. Hallo. Ich habe kein Benzin. Aber du hast einen neuen Freund. Ist doch geil. Und was machst du jetzt? Weißt du... Einfach mal die ganze Zeit pennen oder wie? Soll ich jetzt wieder schlafen gehen? Wahrscheinlich. Oder wir gehen auf die disgusting toilet. Very disgusting toilet. Geht auch nicht. Da kann man am besten wieder schlafen legen. Türen offen lassen. Maybe. Alter. Ist mein Auto am Brennen? Dieses Küken, ne? Hast du wieder auf dem Rücksitz geraucht? Es gibt doch Brandflecken. Warum hast du das getan? Du warst doch mein Freund, Rambo. Das Küken. Oh Mann, ey. Ich springe jetzt aus Verzweiflung ins Loch. Ich habe keinen Lebenssinn mehr. Das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab, mein Auto, ist verbrannt. Boah. Ah, das ist ekelhaft. Hallo?
Laufe gerade. Sag mir, läuft das hinterher, aber nee. Nein! Der arme Hirsch. Ist hier reingefallen und vielleicht gestorben. Oh, das ist neu. Ich so ein Dickdarm-Feeling. Mm. Kommen wir zum letzten Spiel, Luggage. Luggage. What a rough trip. We arrived in Los Angeles. Thank you for flying Hubris Airlines. Bitte. So, wo ist mein Gepäck? Oh Gott, das ist für mich auch der größte Horror. Erstmal aus dem Flugzeug rauskommen, bis die Leute sich alle mal irgendwie ihr Gepäck geschnappt haben. Ich habe mein Handgepäck immer unterm Sitz. Ja. So, und dann noch warten, bis das Gepäck kommt. She will never forgive me. Oh nein. Das ist das Allerschlimmste. Die Leute, die... Entweder bewegen sie sich gar nicht oder bleiben direkt hier stehen. Oh shit. Where's my luggage? Looky, looky. Habe ich jetzt im Flugzeug vergessen? Ernsthaft? Wo ist das Flugzeugpersonal? Wo sind die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter? Oh nein. Oh nein, ich krieg Panik. Wo ist mein Scheiß? Handgepäckfach? Ist es nicht? Vielleicht hat es ja wirklich gemeint, wenn ich so in die Abfertigungshalle komme. Oh. Oh. Hasse Flughäfen, habe ich das schon mal gesagt? Furchtbar. Alles ist nervös. Alle wollen so ganz, ganz schnell sein. Wenn ich mal fliege beim Check-in, ich bin immer einer der Letzten, wirklich. Ich stelle mich doch nicht an. Ich warte, bis fast alle drin sind und dann gehe ich rein, weil... Ich habe eh ne... Also du hast ja eh mal einen Sitzplatz reserviert im Flugzeug. Geht ja nicht anders, ist nicht wie im Zug. Dass sich die Leute einfach irgendwo hinsetzen. Na gut, hatte ich auch schon. Mit so einer sehr netten Karen, übrigens, kennt ihr Karens? Ja. Die hat an meinem Fensterplatz gesessen. Ich habe sie sofort nicht darauf aufmerksam gemacht. Die war total mies drauf danach und hat mir die ganze Zeit den Ellenbogen in die Seite gedrückt. Mit. Ja, und hat die ganze Zeit die Fresse gezogen. Naja, ich hatte meinen Fensterplatz und er levitiert. Ist mir doch egal. Guck mal, die sehen alle gleich aus, die Typen. Ist unheimlich, ne? Naja, und wie gesagt, ich habe Handgepäck immer nur so eine. Schultertasche, ne? So zum Umhängen, ja. Und die schiebe ich unter den Sitz, weil da habe ich alles Wichtige drin, so, ne? Die Switch, Kopfhörer, was zu essen und zu trinken, was ich reingeschmuggelt habe. Nein, natürlich nicht, aber was man sich vielleicht noch so im Duty Free kaufen kann für günstig Geld und nicht die Flasche Wasser für 4,50, ihr Abzocker. Ja. Alter. Was ist das für ein Spiel hier? Ich bin da am Rumlaufen. Der einzige Horror besteht darin, dass ich so viele Menschen nicht ab kann. Oh, komm mal hier! Das sind die Gepäckstücke. Wo ist meins? Das ist meiner. Das ist nicht meiner. Auch nicht meiner. There goes my luggage. There she goes. Use a payphone to call a taxi now. Can't wait to get home. Can't wait to get home. Inventory, player luggage, journal, nothing. Ja, ich muss jetzt. Ich muss jetzt mein Handy benutzen, ne? Aber. That's Gale's luggage. What am I gonna tell the cops when they find out he's missing? Wo ist Gale's luggage? Bitte was? Jetzt wird's ja interessant. I ain't home yet. Aber ich brauch doch mein Cellphone. Naja, auf jeden Fall Flughäfen. Ich bin aber auch in der Sicherheitskontrolle noch nie kontrolliert worden auf Drogen und so weiter. Manchmal ziehen sie ja Leute raus und kontrollieren die. Entweder sehe ich zu freundlich aus oder
zu auffällig, weil das sind ja immer so die Normalos, die eigentlich Drogen schmuggeln. Nicht die Leute, die ein bisschen extremer aussehen, so wie ich halt, ne? I need to call a taxi. Oh no. Also die mit Bart und dunklen Klamotten, ne? Call taxi. I need a ride home. I'm at the Hubris Airport. Sure thing, sir. May I get your name? Steve. Great, Steve. A cab will be on its way. Erstmal, das Klingelzeichen, wenn du den Hörer am Kopf hast, ist nicht das wie, wenn es läutet. Und dann sagt man auch seinen Nachnamen, nicht den Vornamen, du Otto. Oh, Medians hammering you down. So, sehr kleiner Flughafen. Guck mal, da ist ein Schalter, aber die kommen hier doch gar nicht rein. Das ist doch... Ist doch alles Wahnsinn hier. Ist verrückt. Wow, that was quick. Well, du bist aber emotional. Ich mach mich jetzt hier drüber lustig, ne? Aber so handwerklich... Habe ich schon Besseres gesehen, muss ich sagen. Aber vielleicht wird's ja noch. Mal sehen. Home sweet home. Man, I regret camping with Gale. Knew it was a bad idea. Was ist jetzt mit Gale passiert? Wir wollen's alle wissen. Jetzt muss ich meine Sachen auspacken. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich Jessica sagen soll. The neighborhood of Ellendor was left in shock. A man in his 60s found dead at his front lawn. But that was only his body. His head is yet to be found. The killer likely took it as a trophy. A manhunt was underway for the unknown killer, with the only description of him looking like a camper. That was the only witness description of the killer. With what the police knew of him, they searched the woods near the neighborhood for any campsites. Too far away police from the have dining reports table of an to airplane unpack. Passenger who left the country matching his description. Hey, ohne Scheiß, ich wette jetzt. How he got the severed head through airport security remains. Huh? Okay, jetzt wird's richtig spannend auf einmal, finde ich. What the fuck? Am I reliving this nightmare again? Ich wette, wir haben ihm den Kopf abgehackt. What was I thinking? Hey, buddy. I wish I'd never thought about it. I should have just got the firewood and went back to camp. Alter, okay, ich find's gerade richtig gut. Just why couldn't I let the past be and moved on? Ach, das sind wir. Okay, ich dachte, das wäre der Typ. Alter Schwede. Oh no. I'm so sorry, Gale. I'm sorry. How can I live with myself? I'm a monster. Den Kopf haben wir doch nicht abgehackt, oder? Hat er mir gerade zugewunken. So, mal eine schicke Kombi an. Camouflage und Checker, also Holzfäller-Shirt, Hemd. Nicht Shirt. Könntest du eine Warnweste anziehen? Da könnte man dich fragen, Bro, willst du überhaupt gesehen werden oder willst du definitiv gesehen werden? Also Camouflage und Warnweste. Schon lustig. Sag mal, was machst du denn? I'm going to kill myself. Maybe that's why I'm here. Ja, winkt. Okay. Aber warum? Warum hat er den Typen jetzt gekillt? Welcome to Rapture. Ja. Ja. Okay.
Das war's dann mit 3 kurzen Horrorspiele. Danke fürs Zusehen und schreibt mir, welches euch am besten gefallen hat. Ich glaube, ich weiß schon welches. Das hier ist es nicht.